Ja, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal von feelgoodhealthy.com. Mein Name ist Tanja Richers, ich informiere euch hier auf diesem Kanal unter anderem über eine entzündungsreduzierende Ernährungsweise. Ich bin ebenfalls Vitamin D-Beraterin und auch selbst Betroffene. Ja, dann komme ich heute wieder zu einem ganz, ganz spannenden Thema und zwar zu einem ganz, ganz interessanten, wichtigen Vitamin und zwar das Vitamin B12. Es wird auch das Nervenvitamin genannt. Ihr habt mit Sicherheit gerade vielleicht auch am Anfang eurer Erkrankung nach der Diagnose davon gehört, wie wichtig dieses Vitamin auch ist. Und ich habe heute für euch einen Videotipp von der Ernährungsmedizinerin Frau Dr. Petra Bracht als Empfehlung. Hier unten für euch auch in der Bemerkungsbox ist der Link dazu, zu diesem Thema Vitamin B12. Was macht es mit deinem Körper? Und hier geht es auch um die Funktion von Vitamin B12 im Körper und vor allen Dingen, wo es gespeichert wird und wie hoch hier der tägliche Bedarf ist und wann ist man genau versorgt. Und dann halt, welche Symptome man bei einem Mangel auch hat und wie es auch zu Mangelerscheinungen kommen kann, obwohl man ja auch Mischköstler zum Beispiel ist. Und ja, wieso auch 25 bis 30% der Bevölkerung in Deutschland unterversorgt sind und was es damit auf sich hat, wenn man Diabetiker ist und ein bestimmtes Medikament einnimmt im Hinblick auf Vitamin B12-Versorgung und auch, wenn man eine Darmerkrankung hat und Säureblocker nimmt. Ja, also ganz, ganz spannende Themen. Es geht an die 7 Minuten, dann auch nicht so lang, dieses Video. Ich kann es euch nur ans Herz legen, euch dieses Video mal anzuschauen. Ganz, ganz tolle Informationen von der Frau Dr. Petra Bracht. Und ja, dann wäre ich am Ende meines heutigen Videos für euch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, dieses Video zu teilen. Und last but not least, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, am Ende dieses Videos ist der Button dazu. Betätigt bitte auch die Glocke, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, freue mich auf ein nächstes Mal mit euch. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute und weiterhin viel Gesundheit. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.